Ich bin immer noch so ganz leicht erkältet, vor allem habe ich immer noch so ein bisschen die Nebenhöhlen zu, aber es ist besser. Also die letzte, so Montag, Dienstag, Mittwoch war richtig schlimm. Aber es geht wieder. Das alte Bücherregal hat sicher schon bessere Tage erlebt, aber es ist was Besonderes. Das ist Joshuas Käfersammlung. Einmal half ich ihm im Garten Spinnen zu fangen. Freak. Er liebt Spinnen aus irgendeinem komischen Grund. Ja, weil er ein Freak ist. Es sieht wie eine Karte unseres Hauses aus, mit Buntstiften gemalt. Nur für die Map hier reingegangen. Okay. What are you doing here? I just got discharged. I was in the hospital for a bit, but I'm all right now. You've been gone too long. Yeah. Where is everybody? Where's Josh? I don't know. Your father went to look for him. But now he's gone. Everyone's gone. Mom, what's going on here? Warum ist die Mutter so Maybe it's nass? your brother, Alex. I'll find them. I had this dream. I just have a feeling he's in trouble. Don't worry about it. I'll find Joshua. Dresses. What was that? The basement. I'm gonna go look around. You just stay here. Okay.
Okay. Why are you talking to me? Aren't you supposed to be looking for your brother? Okay, der Revolver zählt nicht als Waffe. Oh, das hatten wir auch, aber nicht so hoch. Sei vorsichtig, Alex. So, man muss einfach nur schnell genug sein. Team Buttonmashing. Die Gartentür lässt sich nicht öffnen, solange der Keller unter Wasser steht. Der Sicherungshebel befindet sich irgendwo in diesem trüben Wasser. Oh Gott, ich muss die ganze Zeit aufstoßen, das ist ja furchtbar. Das ist wohl der Garagentüröffner auf der Wasserpumpe. Was macht der denn hier unten? Wenn sie Benzin braucht, fülle sie mit dem Kanister in der Garage auf. Nun, ohne Benzin wird die Wasserpumpe nicht starten. Ich sollte mal in der Garage nachsehen. Wir haben übrigens seit Ewigkeiten nicht mehr gespeichert, ne? Training, schnelle, starke Angriffe. Wenn Sie in der Kampfhaltung sind, drücken Sie A für schnelle Angriffe und X für starke. Starke können aufgeladen werden, indem Sie X gedrückt halten. Sie richten dann mehr Schaden an. Schnelle Angriffe hintereinander, auf die ein starker Angriff folgt, können zu ununterbrochenen Angriffen führen, die auch Kombos genannt werden.
Ja, ich wusste, dass du kommst. Ich liebe das Stahlrohr in allen Silent Hill Spielen, aber irgendwie komme ich mit dem Messer hier besser zurecht. Rauchwolke? Gerade war das Wasser viel höher. Na gut. Oh Gott, der ist leer. Ich muss nochmal zurück. Ah, tut mir leid. Jetzt haben wir auch nochmal Loading Screen. Ach, wer rechnet denn damit, dass der Benzinbehälter leer ist? Hä? Wo kriege ich denn jetzt das Benzin her? Eine große Spinne, die im Park neben meinem Armeespielzeug auftauchte. Okay, die Spinne ist super widerlich, aber das Foto ist tatsächlich ganz cool gemacht. Dieses letzte Aufbäumen finde ich irgendwie ganz cool. Der Benzintank ist offen. Viel war nicht übrig, aber es sollte reichen.
Warum kann man hier hoch? Man weiß es nicht. Zeichnung erhalten. Wir haben mittlerweile eine ganze Menge davon. Weiß die Mutter, dass hier Monster ums Haus laufen und in der Garage wohnen? Wenn ja, ist es ihr egal. Und er konnte jetzt nicht ins Wasser greifen. Nein, nein. Hey, wo ist denn der Hund? Ach, das ist die Rückseite vom Haus. Was ist auf dem Zaun? Da ist ein Rucksack. Joshuas Rucksack mit Fotos, mit einem Foto drin. Das sieht nach einem Foto aus Dads Jagdzimmer aus. Aber wie ist Joshua da hereingekommen? Zeichnung erhalten. Der gute Gasgrill, Amerikaner grillen ja nicht mit Kohle. Hier nichts. In dem Schwimmbecken ist viel Geschirr. Warum putzt Mom nicht? Da ist unser AB. Das Band fehlt. Joshua, silly for you.
Wow, was für ein Penner. Also wirklich. Ich meine jetzt den Vater, ne? Nicht die anderen beiden. Statt sich zu freuen, dass seine Söhne sich verstehen? Nein. O Herr, ich bete für den Glauben, deiner Urteilsfähigkeit zu vertrauen, die Weisheit, den wahren Weg zu erkennen und die Stärke, das zu tun, was von mir verlangt wird. Wow. Das hier ist Moms Nähzimmer mit hässlichen Gardinen. Neben dem Telefon liegt eine Notiz. Adam, bitte vergiss nicht, Curtis wegen dem Motor zu fragen. Da war jetzt kurz der Controller weg, warum weiß ich nicht. Tja. Irgendwie passiert hier gerade nicht so viel. Das sieht jetzt super nach Fallout aus. Also nicht wegen der Axt, sondern wie der Kopf von dem Gegner wegspringt. Was mit der Straße passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Örtliches Zugangstor, hier ist eine Nachricht. Zutritt für Unbefugte verboten. Übergriffe können strafrechtlich verfolgt werden. Geschlossen. Karte des Rosehith-Friedhofs. Oliver Hall starb am 6. November 1875 im reifen Alter von 62 Jahren. Naja, das ist aber nicht sehr reif. Wir lachten ihn aus, weil er anders war. Er lacht uns aus, weil wir alle gleich waren. Wir werden nie wieder so lachen. Erica Hall starb am 23. Januar 1870. Schlafe weiter, süße Mutter und Ehefrau, und ruhe dich aus. Gott hat dich gerufen. Er hatte das Beste im Sinn. Colin B. starb am 20. Januar 1876, vor seiner Zeit mit 32 Jahren. Alle, die ihn kannten, waren sich einig, er war ein guter Mann. Hier liegt Norwood. Keiner lacht, keiner weint, wohin er geht, wie es ihm geht, keiner weiß, keinen kümmert's. Wow, das ist aber deprimierend. Der arme Mann. Pat Davenport, 1825 bis 1884. Jetzt können wir dich nichts mehr fragen. Roxy Ann Rigby, 24.11.1820 bis 16.01.1862. Liebe ist ewig und kann nie erzwungen werden. Das klingt, als wäre die von einem Partner oder so umgebracht worden. Wozu hebt der Kerl Gräber aus? Ja, wahrscheinlich, weil jemand gestorben ist, du Horst. Wir haben ewig nicht mehr gespeichert, ne? Gesundheit ist aber wieder voll. Das ist gut. Ja, kriegen wir hin. Ich weiß nämlich, dass jetzt ein Angriff erfolgt. Ja, böser Spoiler.
Sophie. Easy. Das war gut. Es gibt übrigens keine Trophäen in der PS2-Variante. Dieser Brunnen wurde Charlotte Borden gewidmet, zur Erinnerung von ihren liebenden Eltern, plötzlich aus dem Leben gerissen, geboren. Der Rest ist unlesbar. Alter 8 Jahre. Darunter ist noch eine Inschrift. Untrennbar und doch getrennt, zwei Hälften der gleichen Person an zwei Orten nun für immer getrennt. PS3 natürlich. Lustigerweise, übrigens genau wie Eternal Sonata auch, weil die ganz am Anfang der PS3-Ära erschienen sind, damals waren Trophäen noch keine Pflicht. Mittlerweile müssen alle PlayStation-Spiele Trophäen haben, aber damals war dem noch nicht so. Oh, hat ein Vorhängeschloss. Hier konnte man irgendwo speichern. In Erinnerung an Mrs. Elizabeth Sturgis, Frau von Mr. Jonathan Sturgis, gestorben am 17. März 1913. Wow, ihre einzige Leistung war, die Frau von jemandem zu sein. In Erinnerung an Jonathan Sturgis, gestorben am 14. September 1918. Na, guck mal. Wir haben jetzt nämlich wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gespeichert. Es wäre sehr doof, das alles nochmal neu zu machen. Mir ist das tatsächlich super wichtig. Also, ja. Ich mag Trophäen super gerne. Diesen Namen kenne ich gar nicht. Es würde mir was fehlen, wenn es keine gäbe. Deswegen bin ich ganz froh, dass das Spiel hier wenigstens dass ich wenigstens durch die Xbox irgendwie meine Erfolge bekommen. Ist es albern? Absolut, aber ich mag es. Diesen Grabstein errichtete Timothy Thatcher in ewiger Erinnerung an Mrs. Dorothy Thatcher, gestorben am 28. März 1891. Das Leben durchschritt sie voller Tugend, im Tod übergab sie ihre Hoffnung dem Herrn. In Erinnerung an Betsy Thatcher, Tochter von Timothy und Dorothy, gestorben am 28. März 1890 im Alter von 16 Jahren. Lebet wohl, meine trauernden Eltern, lebet wohl, meine Brüder und Schwestern. Ich wünsche euch allen von Herzen gern, schließt Frieden mit Gott, dem Herrn. Ja, ich weiß, der Raid, ich lese eben noch zwei Grabsteine. Hier liegen begraben die Kinder von Erastus und Margaret Nancy, gestorben am 17. Februar 1905, ein Jahr, 8 Monate und 22 Tage. Ein totgeborener Sohn, 11. Mai 1906. Die hatten aber nicht viel Glück. Eliza Sturgis, Tochter von William und Sally Sturgis, gestorben am 28. April 1916 im Alter von einem Jahr und 9 Monaten. Diese Bescheidenheit, eine Träne, ein Mahnmal aus Stein, das ist alles, was ein Vater, ein Freund geben kann. Ach Mann, die armen Eltern. Zerken, okay. Das Tor hat ein Vorhängeschloss. Ist dahinter einfach eine Wand? Dahinter ist einfach eine Mauer. Warum? So viele Männer und Frauen sind in Shepherd's Land verstorben. Diesen Namen kenne ich gar nicht.
Die Namen sind völlig verblichen. Dieser Grabstein ist so verwittert, dass nur noch wenige Buchstaben sichtbar sind. Das Tor hat ein Vorhängeschloss. Diesen Namen kenne ich nicht. Und dieser Name ist verwittert. In Erinnerung an Mrs. Catherine Nye, Frau von Mr. Arthur Nye, gestorben am 15. Februar 1917 im Alter von 86 Jahren. Das ist sehr alt. Das ist ja selbst heute noch ziemlich alt. Geweihte Erinnerung an Mr. John Nye, gestorben am 5. Mai 1915 im Alter von 78 Jahren. Und Mrs. Fanny Nye, seiner zweiten Frau, gestorben am 16. Juni im Alter von 75 Jahren. Tja, wo lang nu? Ach, hier. Es musste ja einen Grund haben, warum diese Gruft so, also warum der Grab, das Grabmal so schief stand. Verwittert. Vorhängeschloss. Verblichen. Zur Erinnerung an Lemuel Jacobs, gestorben am 10. März 1934, im Alter von 55 Jahren. Das Unvergängliche hat sich längst auf Flügeln erhoben, um seiner wahren Bestimmung zu folgen. Warum ich das alles lese? Weil ich das ganz spannend finde. In Erinnerung an Rhoda Hunt, Tochter von Captain Nathan und Mrs. Lydia Hunt, gestorben am 23. September 1864. Schlaf weiter, mein Engel, und ruhe in Frieden. Du riefest den Herrn und er nahm dich gern. Das klingt aber irgendwie unanständig. Erinnerung an Rachel Smith. Gestorben im Dezember im Alter von 32 Jahren. Die hat nicht mal das Jahr bekommen, die Arme. Troy Douglas Hampton. Gestorben am 13. Februar 1888. In Erinnerung an Lydia Rush, gestorben am 1. März 1872 im zarten Alter von 25 Jahren. Man wird vor allen Dingen nicht sehr alt in Shepherd's Glen. May! Och, der Sam ist auch hier. Hi! Nehmen wir mal eben hier Cat Content. Komm mal her, Sammy. Sam! Komm mal her. May! Nicht rumschreien! Sam! Ach, jetzt gehen alle weg. Ja, guck nicht so blöd. Meine Katzen mögen mich nicht. Gott, ich musste erstmal überlegen, welche Taste noch mal zum Angreifen da ist. Und wenn da steht, drücken Sie X. Ich weiß, wo X auf der PlayStation ist, aber ich habe keine Ahnung, wo X auf der Xbox ist. Hahaha. May. Thank you.
Warum kann man überhaupt da runter? Hier sind so viele Gräber. Warum wird hier so viel gestorben? Nein, ich konnte eh keine Katzen zeigen, weil die lieber sich daneben gesetzt haben und so außer Reichweite, damit ich sie bloß nicht vor die Kamera holen kann. Das ist das Mausoleum der Familie Fitch. Sie ist eine der vier Gründerfamilien. Moment, dann gibt es ja noch ein Mausoleum auf der anderen Seite. Das ist das Mausoleum der Familie Holloway. Das Schloss an dieser Tür sieht aus wie das von Dads Jagdzimmer. Wie soll ich es öffnen? Was weiß ich? Diese Hundegeräusche machen mich sehr nervös. Okay, hier oben ist aber anscheinend echt nichts. Na gut. Einst eins, jetzt entzwei, öffne den Seelen den Ausweg, finde die Platten, befreie sie von ihrem Schmerz, einst getrennt, aber nun wieder vereint. Oh, das ist das Gegenstück von dieser Plakette, die wir irgendwo anders mal gelesen haben. Dieser Brunnen wurde Claire Borden gewidmet. Ja, das kennen wir ja schon. Kann man hier nämlich diese beiden Platten einsetzen. Nein, nicht den Revolver. Und wir sind im Hauptbereich, im Eingangsbereich, nicht Hauptbereich. Des Friedhofs. Warum wurde der denn nicht abgeschleppt? Der hätte doch ganz offensichtlich eine Panne.
Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir sind und wo wir jetzt hin müssen. Ziel. Durchsuchen Sie die Stadt, durchsuchen Sie den Friedhof. Nach Informationen finden Sie jemanden, der etwas vom Reparieren von Schusswaffen versteht. Ah, das wissen wir ja, weil wir auf Vaters Notiz was gelesen haben von einem Typen, der Schusswaffen reparieren kann. Were a klutz. You okay? Alex? Oh my god, Alex! Hey, your mom told me I might see you around here. Oh my god, it's so good to see you. It feels like it's been forever. Yeah. You alone out here? Well, hey, you know, I didn't think I'd ever see you again. You took off without saying goodbye. Das Gespräch ist sehr leise. Yeah, well, I'm not here for long. I'm looking for my brother. You seen him? No. I haven't, Alex. I'm sorry. Jesus, what the hell is going on here? I don't know. And every day there are more flyers to put up. Every day more people disappear. I had no idea. And if you did, would you have done anything about it? Yeah, I would have come back for Josh, gotten him the hell out of here. God knows what kind of trouble he's in now. Trouble? Look around you, Alex. This whole place is in trouble. I know, I get it. I have to find my brother. He's my responsibility. After that, I'm gone. I suggest you do the same. Alex, wait. Yeah. I got this from Deputy Wheeler. You should take it. What for? If I hear anything, I'll let you know. Das, liebe Kinder, spielt vor der Handyzeit. Alex, I hope you find what you're looking for. Spannende Formulierung. Und ja, du hast recht, Questlogs sollten optional immer dabei sein. Und ich finde auch bei Spielen mit sehr viel Gelaber, das jetzt nicht, aber bei sämtlichen JRPGs, Visual Novels und so sollte es immer einen Dialoglog geben. Sonst klickt man einmal aus Versehen zu weit und dann hat man irgendeinen total wichtigen Hinweis übersehen, überhört. Oder wenn man so ein bisschen einnickt, weil es so furchtbar viel Text ist. Soll das so? Was war das denn? Okay. Ich dachte schon, das heißt, ich soll da nicht hin. Das hier sieht aus wie aus Sleepy Hollow. So, hier müsste es jetzt nämlich irgendwo einen Save Point geben und dann haben wir den perfekten Cut für heute.
Ich bin mir zumindest super sicher, dass es hier irgendwo einen Safe Point gab. Durch die Tür, wenn wir da durchgehen, da geht's weiter. Hier hinten war noch eine Tür. Ich hoffe, wir finden den jetzt. Frage mich, wer diese Teile die ganze Zeit repariert. Warum hat Curtis diesen Müll unter ein Dach gebracht? So was, ich war mir absolut sicher, dass hier irgendwo ein Safe Point ist. Dann müssen wir leider noch mal kurz den nächsten Dialog anfangen. Sonst kann ich hier nicht beenden. Hey. You're Curtis, right? Hey, man. How's it going? Hello? Can I ask you something? I'm busy. Maybe this'll interest you. I know you. Sheriff's kid. Alex. Right. Military man now, I see. I'm pretty sure it's broken. What do you think? I think you must have stole this from your daddy. Just tell me if you can fix it. Now don't go barking orders at me, soldier. The only person that tells me what to do is me. Got it? Die sehen so unfassbar schlecht aus, die Gesichter. Das ist echt nicht mehr feierlich. Pretty neglected. It's a damn shame the way people mistreat such nice things. Look, what I really need is some information. Have you seen my brother Joshua? You want to talk to the mayor? He knows everybody's business. Mayor Bartlett? You know where I can find him? Sure. Same place he is every day. Digging up people's graves. You know, there's something seriously wrong with that guy. You know? Like in the head. That's Mayor Bartlett? Yep. No wonder all the streets are broken. Nobody around here gives a shit anymore. Yeah, I could fix it. Might take a little while, though. Keep it. It's yours. What's the catch? Consider it payment for your help. Soldiers gotta have a gun. Guckt nicht, ob die geladen ist, ob die gesichert ist. Nö, steckt die sich einfach in die Arschtasche. MK23 Handwaffe erhalten. Okay. Ach, hier war's. Na, guck mal. Ja, wunderbar. Wir haben tatsächlich einen Erste-Hilfe-Kasten und 6 Gesundheitsdrinks und noch nichts verbraucht.
Da bin ich jetzt mal sehr stolz auf mich. Ich habe mich bisher gut geschlagen und ich hoffe, wir schlagen uns weiterhin so gut. Dienstag sehen wir uns wieder zu Monkey Island 3. Habe ich auch mega Bock drauf und ich hoffe, ihr auch. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wie immer, schönen Abend, schönes Restwochenende. Passt auf euch auf, genießt das schöne Wetter. Wer weiß, ob wir dieses Jahr ansonsten nochmal welches kriegen. Und ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, am Dienstag, hoffe ich. Macht's gut! Oh, guten Abend, Glacial. Und tschüss.